Mein Name ist Evelyn Halm, ich arbeite für Jena Kultur und bin dort verantwortlich für Denkmal- und Kunstförderung und unter anderem für den Bodo-Grev-Kunstpreis der Stadt Jena. Und dieses Projekt ist ja im Rahmen einer Auslobung des Bodo-Grev-Kunstpreises 2012 entstanden. Und damals war das Thema künstlerische Aufwertung des Gartens der Villa Rosenthal, genau diese Fläche, wo wir jetzt hier stehen im Prinzip. Die galt zu dieser Zeit als etwas unattraktiv, wo man nicht so gerne hingeht, wegen dieses Baus dahinter, wegen der Mülltonnen im Hintergrund und so weiter. Also es wurde eigentlich so gut wie gar nicht genutzt und das wollten wir ändern. Mein Name ist Annika Gründer, ich bin Künstlerin und Architektin hier in Thüringen. Dieses Objekt, was Sie hier hinter mir sehen, hat seinen Anfang genommen 2012. Da habe ich mit diesem Vorschlag den Bodo-Grev-Kunstpreis gewonnen. Es hat dann einige Jahre gebraucht, bis es tatsächlich hier steht. Dabei war die Bauzeit nur 4 Wochen. Ja, was Sie hier sehen, ist ein Folly, was gezielt für einen Blick gebaut wurde, und zwar den Blick auf die Jenaer Kernberge hier vor mir, und zwar genau auf die Studentenrutsche. Das ist eine Verwerfung im Gestein, da haben sich Gesteinsschichten um 6 Meter verschoben. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es nämlich von diesem Garten sehr gezielte Blicke in die Landschaft und das gibt es heute nicht mehr und das wollte ich wieder. Das war mein Ansatzpunkt für dieses Objekt. Mein Name ist Caroline Buchatowski und ich bin die Leiterin der Villa Rosenthal, die Projektmanagerin. Ich freue mich unendlich, dass der Folly realisiert worden ist. Mithilfe natürlich von Jena Wohnen finanziell, aber durch Jena Kultur, weil man bei den Bodo-Grev-Kunstpreisen zum einen nicht weiß, ob sie wirklich immer realisiert werden und weil dieser Folly natürlich für die Villa Rosenthal eine ganz besondere Bedeutung hat. Mit dem Titel Verwerfungen ist letzten Endes auch auf die Geschichte der Villa Rosenthal angesprochen.